Hallöchen zusammen. So, zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir einen Belarus hier am Start und zwar einen MT380 beziehungsweise MTZ380, je nachdem, wie man das jetzt aussprechen möchte. Der Mod selber hat eine Größe von 51 Megabyte. Der Startsound hört sich da so ganz interessant an. Ihr dürft mal raten und ihr verratet euch nachher, wie er sich für mich anhört. Aber gut, dazu kommen wir gleich. 109 PS hat die Kiste, das ist schon mal recht gut. Dann haben wir 43 km/h, 73 km/h, das wäre das Coole. Motorausführung kann man hier tauschen. Und zwar von 109 PS auf 122 PS und wieder 109. Das ist möglich, mehr ist nicht möglich. Ja, mehr kann man auch nicht einstellen. Das Ding ist schon ziemlich alt, ne? Schon ziemlich in die Jahre gekommen hier. Aber sind weiter schlimm. Wir gucken uns ihn trotzdem mal an. Und würde ich sagen, kaufen wir ihn. So, da sind wir auch schon. Das ist er. Da ist die Kiste. Man kann ein bisschen reingucken hier. Aber viel sieht man halt hier auch nicht, ne? So sieht er von innen aus. Das zeigt man gleich mal genauer. Von vorne sieht er dann so aus. Genau. So, von der Seite gehen wir ein bisschen runter, kann ein bisschen näher hingehen. Genau. So, hier hinten. Super. Dann hüpfen wir mal in die Kiste rein. So, was können wir machen? Nicht arg viel. Na? Hupe. Standardhupe. Dann machen wir das, können wir gleich das gleich wieder wegmachen. Jetzt machen wir einen Motor an. Sagt mir, überlegt mal, was es sein soll. Ich werde es gleich auflösen. Achtung. Aber sorry, der hört sich an wie eine Motorsäge, wenn es angeht. Jetzt läuft er. Und so geht er wieder aus. Aber das hier. Das ist eine Motorsäge. Ganz klar. Ne? Okay, ist jetzt aber egal. Wir fahren ja trotzdem mal ein bisschen durch die Gegend hier. Können vorne nichts hinhängen. Von dem her. Ja, aber das hier funktioniert. Ich sehe es bloß gerade nicht, ob die Kabel drin stecken. Wir gehen mal schön genauer hingucken. Vielleicht können wir hier was erkennen. Nein, die Kabel hängen hier runter. Ja gut, okay. Ich glaube, sowas gab es damals mit der Karre noch nicht. Würde ich mal bestimmt ganz vorsichtig. Hab das auch gerade gesehen. Der dreht hier ein bisschen durch. Achtung. Füße werden gedrückt. Ne, halt, stopp, das war, oder? Ne, Füße werden. Ne, Füße werden wohl nicht gedrückt. Dafür gehen die Zeiger vorne. Muss ich bloß noch schon den Zahn runterdrehen, das ist ein bisschen arg laut hier. So, jetzt. Gut, gucken wir mal schön, wie er sich in der Nacht verhält. Ich habe ein komisches Gefühl in der Sache hier. So, einmal Licht, zweimal Licht, dreimal Licht, viermal Licht, aus. Na? Mischen tut sich gar nichts, innen drin. Tut sich das erste beim ersten Mal, haben wir innen die Anzeige, die in grün beleuchtet, dann beim zweiten Mal geht vorne was an, beim dritten Mal geht hinten was an und dann beim vierten Mal geht vorne nochmal das Fernlicht an. Und das war es aber auch schon wieder. Blinker funktioniert hier. Hier auf der Seite, auch auf der Seite funktioniert auch sehr gut. Warnblinker haben wir auch.
Hinten auch. Innen drin hören wir aber gar nichts. Bis auf den Motor, den man nie überhören kann. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. So schlecht finde ich ihn jetzt eigentlich gar nicht. Sieht zwar ziemlich zerbrechlich aus, der Kleine, aber so im Fahren oder so ist das Sound nicht einmal schlecht, finde ich jetzt eigentlich. Lenkung ist eigentlich auch ziemlich gut. Ja. Schön. So. Wenn ihr den wieder haben wollt, Link wieder in der Beschreibung unten, könnt ihr runterladen. Fehler. Muss ich einfach hier mal sagen, er hat keine Fehler. Passt soweit. Und deshalb würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen und ein Abo für weitere Mods und Maps und Projekte. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.